Hä? Sorry, Bobby. Nichts Persönliches. Bist du denn hängen geblieben? So, und nun weg hier. Aber wo sind eigentlich meine ganzen Sachen? Ich brauche meine Kamera. Ja, aber Bobby, ist echt so, ey. Hoffen das ist richtig das krasse Bobby-Missbrauchung hier. So, jetzt sind wir in dem Gruselschloss. Wo wir diese Dame gesehen haben, die uns offenbar kennt. Ein Mobiltelefon, ganz in Schwarz. Das ist ein ziemlich altmodisches Mobiltelefon. Die aktuellen wiegen nur noch gut ein halbes Kilo und sind höchstens 20 Zentimeter lang. Das ist auch nicht viel länger. Rausgehen? Ohne meine Sachen? Ja. Ich brauche meine Kamera zurück. Oh und Gott. Angelinas Aufzeichnungen. Ja. Das ganze Zeug. Irgendwo hier muss der Kram sein. Der Kram muss irgendwo hier sein. Da oben ist ein Banner. Und hier ist ein Flügel. Und da ist ein Kamin. Und da ist eine Truhe. Vielleicht ist mein Zeug in der Truhe. Eine aufwendig geschnitzte Holztruhe. Ob darin meine Sachen sind? Ja, schau halt rein. Verschlossen. Wäre ja sonst auch zu einfach gewesen. Ist das hier Pizza oder was? Okay. Hä? Das Schloss im Deckel lässt vermuten, dass sich der Deckel nicht einfach öffnen lässt. Ja. Ja, so ist es. Keine Ahnung. Ja. Okay. Können wir es vielleicht mit dem Seil hinter uns herziehen und irgendwo dranhängen oder so? Was weiß denn ich, Mann? Die Schnitzerei zeigt kleine Kreise über einer Linie. Hm. Vielleicht irgendwelche Höhenangaben? Das sind zu viele Kreise, als dass ich sie mir merken könnte. Okay, es ist irgendein Rätsel. Sonst würde es auch schon nicht so aussehen. So, was haben wir denn hier alles? Telefon, Butterbrotpapier. Bobby muss ein Butterbrotpapier gefuttert haben. Da liegt noch das Einwickelpapier. Okay. Ah, also wir haben Butterbrotpapier. Das ist natürlich ganz geil, weil da können wir uns jetzt ein Butterbrot machen. Ich hatte nämlich Bock dieses auf ein Schloss Butterbrot. Dürfte etliche 100 Jahre alt sein. Man wird es früher nur über Kamine beheizt haben. Ja, so wie den hier. Vermutlich führt der Schornstein durch mehrere Räume, sodass er überall Wärme abgeben kann. Ach, wir können in dem Schornstein durch mehrere Räume klettern. Können wir da auch durch den dritten Raum und den vierten Raum klettern? Es sieht nicht so aus, als hätte hier kürzlich ein Feuer gebrannt. Aber da liegen noch verkohlte Holzstücke im Kamin. Nimm's. Kleineren Stücke. Gut, jetzt haben wir Butterbrotpapier und verkohltes Holzstück. Das heißt, wir können damit zeichnen, malen. Mehr gibt es hier nicht. Flügel. So, wenn es der Flügel auch noch sichtbar ist, müssen wir was spielen. Pass auf. Ich sag's euch. Das Klavier scheint mir mindestens 100 Jahre alt zu sein. Aha. Mom hätte ihre Freude daran. Sie konnte gut Klavier spielen. Ich spiele überhaupt kein Instrument. Und wenn, dann würde ich eher Bass in einer Grunge-Band spielen als Klavier in einem Schloss. Oh, du bist ja so ein... Ich wüsste nicht, was ich spielen sollte. Abgesehen... Okay, er kann... Ich wüsste nicht, was ich spielen sollte. Okay. Wer mag das wohl gewesen sein? Der Schlossherr? Ja, dein Opa, Alter. So, okay, also. Jetzt pass mal auf. Wir haben nämlich nicht viele Möglichkeiten. Er will nicht raus, er will nicht hoch. Wir haben diese Truhe, wir haben Butterbrotpapier. So, wir benutzen Butterbrotpapier mit den Verzierungen. Die Kreise sind Vertiefungen im Holz. Ja. Das heißt, ich müsste sie mit dem Stück Kohle aufs Papier pausen können. Ja, aber wozu denn? Hat gut funktioniert. Man kann sowohl die Kreise als auch die Linien gut erkennen. Ja, aber... Was? Ob die Kreise auf der Truhe vereinfachte Noten sind? Ach. Noten, die nur die Tonhöhe, nicht aber die Länge angeben? Okay, es ist halt wirklich irgendwie was zum Klavierspielen. Ich hätte nicht gedacht, dass das, weil die Verzierungen sehen wirklich nicht so aus, als... Ob die Kreise auf der Truhe vereinfachte Noten sind? Wir nehmen das einfach mal so. Noten, die nur die Tonhöhe, nicht aber die Länge angeben. Richtig. Wenn das wirklich Noten sind, fehlt ein Anfangspunkt. Ja. Vielleicht kann man irgendwo anfangen und muss nur die relative Höhe der Noten zueinander beachten. Richtig, die relative Höhe der Noten zueinander. Und dann ist nämlich hier ein elektrischer Mechanismus, der 3000 Jahre alt ist, ist da nämlich drin, der nämlich diese Truhe, die da fest installiert ist in dem Raum an dieser Stelle, die man nämlich nicht verschieben kann, weil da nämlich ein fieser, krasser Öffnungsmechanismus mit dem Flügel verbunden wurde, tippt man die hier ein und dann öffnet sich auf magische Weise die Truhe, weil das ja ganz normal so ist. Was?
Das war's. Ich glaube, ich habe keine Fee. Immer derselbe Ton. Was? Was ist falsch? Wie immer derselbe Ton. Kann ich denn drücken? Gut. Also wir fangen ja hier an, ne? Passt es nicht? Ich mach doch das alles richtig. Ich mach doch das absolut richtig. Wie ein junger Gott mache ich das. Wie ein Konzertpianist. Ach nee, warte, aber man muss das nicht so spielen. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob man da wirklich die Noten lesen können muss. Es kam mir auch gerade irgendwie dann irgendwie dreimal, also das, was da vorgespielt wurde, war doch irgendwie anders. Da waren... Irgendwie so war das doch, oder? Kann ich das nochmal wiederholen? Ich check's nicht. Weil es war ja das, was wir gehört haben, was da abgespielt wurde, war ja irgendwie eine andere Kombination. Das war ein bisschen eigenartig. Also, DFFEGFEF, ja, habe ich das nicht gespielt? Didn't I play that? I thought I was very right. Nope. Ja, was habe ich denn da gespielt? Wo geht's denn los? Was ist ein D? Man hört es ja hier alles nicht. Ich weiß ja nicht, wo welche Tasten liegen. Ich habe mit C angefangen. Oder what? Da geht's so. Also. That is all so unusefully. Beinahe zweier schwarzen Tasten, die mittlere weiß nehmen. Das ist D. Ja, genau. Hat er gesagt.
Also, habe ich ja gesagt, ich habe voll mit C angefangen, ne? C, D, E, F, G, A, H, C. Das, ach so, ja, ich habe mit C angefangen. Ja, das war dumm. Ja, genau. Okay, gut. Passt. Läuft bei uns quasi, ne? Ja. Okay, warte mal, dann gucke ich mal. Wie mache ich das jetzt? Ja, ich mache jetzt einfach mal so. Also wir fangen nicht hier an, sondern da. Also, so. Der spielt mir den Ton vor. Oh, was waren das für Töne? Ah, okay. Oh mein Gott. Also wir müssen das spielen. Ja, also wir müssen D, F, F, E, G, F, E, F spielen. Und dann spielt das Klavier mir die Kombination vor, die ich spielen muss, um die Truhe zu öffnen. Ist das, das? Was war das jetzt? Habt ihr es rausgehört, was das für Töne waren? Das ist ja super krass. Das ist ja voll das krasse Rätsel. Also... Also es war auf jeden Fall 3, 2, 5. Aber ob die Töne stimmen... Das finde ich ein bisschen schwer. Waren das die richtigen Töne? Waren das die richtigen Töne? Nee. EDG hätte ich auch gesagt. Hätte ich auch gesagt. Okay, wir hören es uns nochmal an. Nein, also. Ah, ups. Entschuldigung. Jetzt habe ich es verkackt, oder? Ich check's nicht. Ah, das war falsch. Ist das falsch? Nee, auf gar keinen Fall. Also die Töne haben gepasst, oder? Komm, die sind doch richtig. Also, ich check's nicht. Ich hab doch die richtigen Töne gespielt. Nee. Genau, ja. Das wäre gut zu wissen, ob man irgendwo...
muss es auch noch eine gewisse Kombination sein. Das ist so dumm. Also sorry, ich war jetzt der Meinung, es ist halt auch schwer irgendwie. Ach nein. Falsch, halt, falsch. Ich überspringe es, oder, Leute? Ich check's. Also ich bin der Meinung, wir machen das richtig. Aber ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich habe jetzt nicht so richtig Bock, da die ganze Zeit rumzuhängen. Was gibt's denn zu helfen? Wir haben das doch richtig gemacht. Wenn du die Lösung hast, dann sag. Ich weiß nicht, was man noch anders machen könnte. Er hat auch. Wir haben doch das richtig gespielt. Und dann wurde uns vorgespielt. Ich trinke was. So. Chat, kümmere dich drum. Du musst das nicht spielen. Was? Oh Mann. Oh Gott. Gott. Ich deinstalliere das Spiel sofort. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich muss das nicht spielen. Oh Gott. Oh Gott, ist das dumm. Oh nein, oh. Oh Leute, ey. Oh, das ist scheiße. Gott, okay, es gibt. Ich schätze, die Truhe ist nicht so alt, wie sie oft. Man muss halt die richtige einfach Kombination. Halt dein Maul, Darren. Fuck, Alter. Klingt, als hätte sich was getan. Oh Mann, der Typ, ey. Ist auch so geil. Wieso ist die Kombination in dem Klavier versteckt? Was ist denn das für ein Piano? Das muss ja, das ist ein E-Piano dann, oder was ist denn das für ein komischer... Die Kombination war richtig. Darren, wer sagt's denn? Da sind ja meine Sachen. Hauptsache, er kriegt seine Scheißsachen. Und den Rest brauche ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Wieso sind denn seine Sachen da drin? Ich, das verstehe ich auch nicht. Komm, wir legen die mal alles da in die Truhe. Mir ist hochsicher als Klavierschloss drin. Ding. So, jetzt gehst du raus, oder was? Oh Mann, ey. Ja, und Bobby verhungert jetzt oben, oder wie? Na toll. Was? Wunderbar. Ich bin mitten im Nirgendwo. Und das nächste Haus könnte kilometerweit entfernt sein. Und jeden Augenblick kann Tom zurückkommen.
Hä, geh halt irgendwo hin. Ich glaube, ich sollte zuerst versuchen herauszubekommen, wo ich bin. Sollte Tom zurückkehren, kann ich mich immer noch in die Büsche schlagen. Wie denn, wenn du nicht draußen bist? Es ist so... Da ist ein Junge im Busch. Wieso ist da ein Junge? Oh mein Gott. Wieso ist da ein Kind? Der Junge ist um die 12 Jahre alt, schätze ich. Sieht aus, als würde er mich beobachten. Ja, du stehst direkt vor ihm, Bruder. Hey, Junge! Ich weiß, dass du da bist. Komm schon, ich tu dir nichts. Das könnten sie auch gar nicht. Ich bin viel zu schnell für sie. Wenn du das sagst? Ich bin Darren Michaels, ein mächtiger Physikstudent. Ich bin Van Helsing. Der Vampirjäger. Oh, ich hatte sie immer für älter gehalten, Sir. Wow. Kannst du mir sagen, wo wir hier sind? Was ist das für ein Schloss? Hä? Das ist das alte Gordon-Anwesen. Die Gordons? Aus Willow Creek? Willow Creek? Keine Ahnung. Sir Richard und Lady Eleanor haben hier früher mal gewohnt. Und wo genau sind wir hier? Wo schon? In Wales. Na toll. Nein, er ist nicht nett. Er ist ein absolutes Arschloch, wie immer. Ich habe im Schloss Spielzeug gesehen. Wie kann man denn so salty sein? Ja, all meine tollen Sachen. Und mein Auto. Das habe ich erst zum Geburtstag bekommen. Aber seit diese Männer da drin sind, traue ich mich nicht mehr rein. Das ist auch besser so. Die sind gefährlich. Sind es Werwölfe? Nein. Aber sie haben mich entführt. Cool. Die haben da Strom und einen Fernseher. Hast du die beiden Männer gesehen, die sich im Schloss einquartiert haben? Ja, fiese Typen. Allerdings. Der eine hat mich verjagt. Hat gesagt, er würde die Polizei rufen, wenn ich mich hier noch einmal blicken lassen würde. Das hätte er bestimmt nicht getan. Die Frau war viel netter. Was für eine Frau? Die hübsche. Aha. War vor ein paar Wochen hier. Hat hier herumgeschnüffelt und mich nach dem Gartenhaus und dem Labor ausgefragt. Irgendwann ist sie dann wieder weg. Sie hat Blutkonserven mitgenommen. Seltsam. Hat sie ihren Namen gesagt? Oder was sie damit anfangen wollte? Trinken. Sie braucht das Blut für eine Forschungsarbeit, hat Angelina gesagt. Ach so. Was? Für eine Forschungsarbeit. Vielleicht ist sie auch Vampirjägerin. Ja, schon. Wie sah die Frau aus? Wie eine Frau eben. Hübsch. So? Sah sie so aus? Ja, das ist sie. Aber sie hatte lange blonde Haare, als sie hier war. Damit hat sie mir viel besser gefallen. Lange blonde Haare. Und wann war sie hier, sagtest du? Das war noch vor meinem Geburtstag. Vor 4 Wochen etwa. Lange bevor wir in Biddeford zufällig ineinander gelaufen sind. Mhm. Sie war so schon vorher hier. Angelina ist nicht das, was sie zu sein scheint. Was genau hat die Frau gemacht, als sie hier war? Hat sich das Schloss angesehen. Und das Gartenhaus, das ganz besonders. Aha. Weißt du, was sie da gemacht hat? Was gesucht. Und sie hat versucht, ins alte Labor zu kommen, glaube ich. Irgendwann hat sie es aufgegeben und beim Grabmal im Sumpf weitergesucht. Ich musste nach Hause, weil es schon dunkel wurde. Als ich am nächsten Tag zurückkam, kam sie gerade aus Richtung Gartenhaus an mir vorbei. Sie hatte so einen Blutbeutel in der Hand und war ganz glücklich. Und dann ist sie weggefahren. Was für Blutbeutel? Was ist denn hier? Was ist denn das für eine Vampirforschungsstation? Was ist das für ein Gartenhaus? Ein ganz kaputtes. Da hat es mal eine Explosion gegeben. Echt? Ja, ist schon lange her. Mein Vater sagt, der alte Sir Richard ist bei der Explosion gestorben. Er hat im Gartenhaus sein Labor. Er war Wissenschaftler. Ich glaube, er war ein Vampir. Das glaube ich auch. Sache? Klar, er hat mit Blut herum experimentiert. Wer macht schon sowas? Vielleicht hast du recht. Laboranten. Und nach der Explosion wurde das Schloss aufgegeben. Kann sein. Das ist schon 10 Jahre her. Solange ich hierher komme, war das Schloss immer leer. Hör mal, Van Helsing. Kannst du mir einen Gefallen tun und aufpassen, ob das Auto und der andere Mann zurückkommen? Ich will mich hier noch ein bisschen umsehen und ich brauche einen Speer. Aber klar, mir entgeht nichts. Ausgezeichnet. Ja, mach vielleicht mit ihm aus.
Das kann doch unmöglich ein Zufall sein. Angelina schnüffelt auf dem Grundstück eines Gordons herum. Und in Biddeford entdecke ich eine Verbindung zu eben dieser Familie. Hat Angelina mich angelogen? Die Frage ist nur, hatte sie einen guten Grund dafür? Oder oh nein! Arbeitet sie für den Orden? Plot-Twist. Ich kann nicht weg hier, bevor ich nicht ein paar Antworten gefunden habe. Surprising Plot-Twist. Die schöne Frau hat also gelogen, ja? Wer hätte das gedacht? Gut. Dann zum Garten, hätte ich gesagt. Aha, interessanter Garten. Da ist ein Schlauch, den nehmen wir mit. Ein Wasserschlauch, mit dem man früher vermutlich den Garten gesprengt hat. Ich dachte, den Garten sprengt man mit TNT. Hier ist ein Riss von bestimmt einem Meter Länge zu sehen. Vermutlich stand im Winter Wasser im Schlauch und als es gefroren ist, ist der Schlauch geplatzt. Ja, wie mein Reifen. Schläuche waren bisher immer recht nützlich. Hoffentlich ist das bei dem auch so. Ich möchte auch den Garten sprengen. Da ist ein Wasserhahn. Ein völlig verdreckter Wasserhahn. Komm schon, mach ihn nicht so runter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Er funktioniert noch. Krass. Und sogar Druck drauf. Das ist wohl ein Turm. Okay, da ist eine Ruine. Und da ist eine Mauer. Und da ist eine Laterne. Und da ist eine eingestürzte Mauer. Wie interessant. Diese Laterne leuchtet sicher schon lange nicht mehr. Naja. Und sie wird wohl auch nie wieder leuchten. Diese Mauer ist sicherlich genauso alt wie der Turm. Okay, und die eingestürzte Mauer? Genauso baufällig. Ich sollte mich von ihr fernhalten. Was? Das ist doch total spannend. Mann, Darren, du Langweiler. Ja, huch. Da hat entweder jemand versucht, in der Einfahrt zu wenden, oder die Mauer ist aus Altersschwäche eingestürzt. Er ist ein richtiger Witzbold, ne? Wenn er denkt, er ist ein Witzbold. Da geht's nach hinten. Da ist Wasser, ein Wasserspeicher. Das Becken ist randvoll mit Wasser gefüllt. Vermutlich ist der Ausguss verstopft, sodass das Regenwasser nicht mehr ablaufen kann. Ja, können wir so mit dem Mund was raussaugen und dann so durch den Schlauch durchdübeln. Aber ich schätze, ich könnte über den Stamm klettern. Na dann, zeig mal, was du kannst. Klettermax. Okay. Das ist das Grab Malemor, ja. Verflucht. Ekelhaft. Das hätte auch ins Auge gehen können. Oder in den Schuh. Okay, da ist ein Wasserbecken. Und da sind so Ladies mit so Büchern in der Hand. Ladies? Ist das etwa auch ein Grab? Ja, es sieht offenbar so aus. Nein. Wohl eher etwas wie ein Wasserbecken. Ist so. Auf der Wasseroberfläche schwimmt Zentimeter dick Entengrütze. Die habe ich am liebsten mit so ein bisschen so Backerbsen oder so. Ein Grabmal. Dahinter stehen noch weitere. Vielleicht eine Art Familienfriedhof? Vielleicht. Keines der Gräber sieht aus, als wäre es in den letzten Jahren dazugekommen. Die meisten Steine dürften seit Jahrzehnten so dastehen. Na gut, mein Lieber, dann da sind Bäume und hier sind Statuen von den Ladies. Hello, Ladies. Die Statuen zeigen verschleierte Frauen, die um die Toten trauern. In ihren Büchern steht... nichts. Du kannst noch nicht lesen, Bruder. Du kannst ja gar nicht reingucken, das ist so hoch. Für dich. Hier ist der Boden überall extrem weich. Ich glaube, das ist alles Sumpfgebiet. Sobald es regnet, kann man hier bestimmt keinen Fuß mehr vor den anderen setzen. Das sieht ganz schön krass aus hier. Dieses Gebäude ist wohl das einzige, das noch betreten werden kann. Unter solchen Sarkophagen findet man in Gruselgeschichten immer Geheimgänge, die in noch geheimere unterirdische Räume führen. Ja. In der Realität kann ich das aber ausschließen, denke ich. Da leben wahrscheinlich nur widerliche Käfer und leichenfressende Maden. Das sagst du, nachdem wir in einem komischen Katakomben-Ding eine Rutschbahn gefunden haben, die in einen alten Bunker führt, unter dem ein alter Versammlungsraum ist mit irgendwelchen schleierhaften Kreaturen und so, dann sagst du doch, du glaubst an sowas nicht? Da liegen zwei Gurte. Tragegurte, wie es scheint. Sie sehen neu aus. Der kleine Van Helsing meinte, Angelina hätte sich lange hier am Grabmal herumgetrieben. Und hier liegt der Deckel nicht bündig auf dem Sarkophag. Also doch. Geheimgang. Oder Leichenfledderei. Hier sind kleine Steinsplitter an der Kante abgeplatzt.
Sieht noch nicht sehr alt aus. Ja, dann müssen wir es abheben. Angelina hat den Sarkophag geöffnet, so viel ist klar. Aber warum? Na, wir machen es auch und dann let's find this out, wa? So, und dann binden wir das daran. Die Gurte sind aus einem... Oh, Entschuldigung, ich habe ihn abgewürgt. Ich lege den einen Gurt um die hintere rechte Ecke und den anderen um die vordere linke. Er macht's kaputt. Die Gurte sind gerade lang genug, um sich in der Mitte zu berühren. Eins, zieh. Ich weiß nicht, warum Angelina den Deckel vom Sarkophag gehoben hat, aber sie hat es getan. Da bin ich mir sicher. Ja, mach's doch einfach auch. Die Frage ist, wie kann auch. Ich das machen? Der Deckel muss etliche 100 Kilo wiegen. Ach so. Angelina hatte bestimmt im Gegensatz zu mir die passende Ausrüstung dabei. Die passende... Kommt dein Auto? Die passende Ausrüstung. Die Gurte könnten den Deckel bestimmt tragen. Und ich habe sie so angebracht, dass der Deckel nicht kippen kann. Okay. Das heißt, wir müssen wieder... Die Decke ist teilweise eingestürzt. Das... Aber wir müssen da wieder was drüber schmeißeln, oder was? Schlauch? Schlauch? Seilstücke? Komm schon, jetzt enttäusch mich nicht. Metallstange. Mann. Müssen wir vielleicht von oben oder sowas? Was ist, da ist ein Loch. Eigentlich ein wildromantischer Ort. Mhm. Nur der stinkende Sumpf draußen ruiniert die Atmosphäre. Und wir müssen da auch irgendwas einhängen. Wir müssen hier irgendwie das so hochziehen, so eine Art Flaschenzug oder sowas dann da machen. Weißt du, wie wir das mit dem anderen gemacht haben, um den Boy auszuschalten? Vielleicht müssen wir uns noch ein bisschen was anschauen hier. Was gibt's denn hier noch? Da ist eine Treppe, da können wir hochgehen. Da ist ein Flaschenzug. Wow, oh mein Gott. Ein Flaschenzug. Von Wind und Wetter gezeichnet. Ja, den nehmen wir. Aber er funktioniert noch. Wie kriege ich den da hoch? Das frage ich mich jetzt. So hat man ja mit so einem... Hä? Wo ist denn der Flaschenzug? Oh Mann, er hat es nur gesagt. Nein, er hat ihn nicht mitgenommen. Das hat man ja früher getestet und herausgefunden, wie viel PS ein Pferd hat, ne, mit dem Flaschenzug und dann hat man damit ja dann... Der könnte mir dabei helfen, den Sarkophag zu öffnen. ...nach vorne gezogen und dann, wie viel Pferde man gebraucht hat an einem Flaschenzug, um gewisse Gewichte hochzuheben und so, oder, ne, deswegen... Daher kam das ja, naja, gut, also, wisst ihr Bescheid, habt ihr wieder was gelernt. So... Genau, und wie viel PS hat da so ein Pferd? Was haben wir gesagt? So 13 oder sowas? Okay. Das hängen wir hier ein, ne? Ins Loch. Ganz klar. Ganz klassisch. In die marode Decke. Ein guter Plan. Leider hat die Sache keinen Haken. Ach, kein Haken. Müssen wir von oben irgendwie reinlassen oder wo? Hier in die Statue vielleicht hängen? Können wir es befestigen? Müssen wir irgendwas einrasten lassen oder so? Ja. Kann ich da rauf? Eigentlich ein wildromantischer Ort. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich da irgendwie hochkomme. Speer von der Statue, ja, ich weiß auch nicht. Ich dachte, wir klettern da rauf. Drei sehr ähnliche Bäume. Alle etwa. Ah, ziemlich windschief. Okay, komm du nicht hoch. Da hinten geht's auch nicht lang. Hier ist eine Treppe. Geht's hier noch weiter? Nee.
Ja, der Speer. Also ich kann da auf der Statue, vielleicht muss ich sie erstmal angucken. Könnte Poseidon sein. Ein Drytag in der Hand. Kann ich den Flaschenzug? Das steht zu weit weg, glaube ich. Ah nee, dann damit ist meine Gesprächsoption auch für den Erloschen. Ein Wunder, dass die Treppe noch nicht in sich zusammengestürzt ist. Ein Fuß würde ich trotzdem nicht auf sie setzen. Okay, wir gehen mal zurück, ja? Es scheint hier zum Glück länger nicht geregnet zu haben. Sonst wäre ich tiefer versunken. Ich komme nicht zurück. Ach so, er geht oben lang. Hä, warum? Hä? Wieso bist du denn so nicht da hingegangen? Ah, da ist ein Haken. Wow. Ah ja, ein Haken. Trotz Rost sieht er noch recht stabil aus. Darf ich den haben? Mit dem Haken könnte ich den Flaschenzug an der Decke befestigen. Gute Idee. Wie soll ich denn da hinkommen? Du kannst den doch nicht einfach aus der Wand ziehen. Der ist verdammt gut verankert. Ach so. Mit bloßen Händen bekomme ich den da nicht raus. Ja, wir tun die Stange reindrehen. Pass mal auf. Ach komm schon. So schön mit der Stange da reinhakeln und dann so umeinander und tschick-tschack, dies, das, bim-bam, pipapo. Du weißt schon, ne? YOLO und so. Kann ich da mit dem Seil dran ziehen? Immer hat die Sache irgendeinen Haken. Das ist ja ganz furchtbar. Okay, dann nicht. Ein Wunder, dass überhaupt noch so viel von dem Haus hier steht, nachdem der Baum hineingekracht ist. Ich verstehe nicht, warum ist er denn auf diese Richtung durch das Tümpeldings gelaufen und aber zurück einfach dran vorbei. Check ich nicht. Und? Was sickst? Nichts Interessantes zu sehen. Ach so. Das Dach ist eingestürzt und hat den Raum unter sich begraben. Raum und Zeit. Okay. Der Junge hat nämlich vorhin irgendwas gesagt, von wegen, er will sein Spielzeug wieder haben. Das erinnere ich mich noch. Und vielleicht müssen wir schnell ins Haus zurück und ihm sein Auto holen und dann kriegen wir von ihm irgendwie... Er hat nämlich so ein Werkzeug in der Hand. Vielleicht brauchen wir das. Er hat irgendwas in der Hand. Eine Axt! Der hat eine Axt! Wieso hat der eine Axt? Ist die echt? Oder ist es so eine Spielzeug-Kinderaxt vom Mittelaltermarkt? Weil er da gesagt, irgendwie hat er ein neues Auto und ne? Hat er gesagt. Der hält die auch komplett falsch. Dem sollte man sie auf jeden Fall wegnehmen. Na du? Dem kleinen Hallo. Bengel. Gib mir die Axt. Ein schönes Beil hast du da. Ja. Hab ich gefunden. Mhm. Kann ich es mir vielleicht mal ausleihen? Ein Vampirjäger legt niemals seine Waffen ab. So, so. Und hörst du auch irgendwann auf, ein Vampirjäger zu sein? Was soll ich denn sonst spielen? All meine Spielsachen sind im Haus. Schau mal. Boah, mein Auto. Kann er nicht mehr danach befragen, weil es schon da liegt. Das Beil des kleinen Kerls hat seine besten Tage schon hinter sich. Ja, nimm's mit. Kann ich mir eben dein Beil ausleihen? Na klar. So, aber jetzt. Jetzt pass auf. Also, mit dem Beil hauen wir jetzt irgendwie den Haken da raus. Und dann hauen wir mit demselben Beil den Haken da oben in die Wand. Dann machen wir dann den Flaschenzug dran. Heben das alles auf, heben den Sarkophag, gehen rein, lassen uns von einem Vampir beißen, werden der Vampirlord, unterjochen die Menschheit und dann sind wir cool und mächtig und Angelina will uns haben. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ja.
Ich versuche mit dem Beil den Haken zu lösen. Ja, ein guter Vampirjäger hat natürlich kein Beil als Waffe. Oh Gott, ein Physikstudent benutzt handwerkliches Werkzeug. Genau so sieht das aus. Das hat erstaunlich gut geklappt. Also als Vampirjäger musst du erstmal ein bisschen Distanz gewinnen zu Vampiren. Also deswegen ist Fernkampf Regel Nummer 1. Und ein Beil würde ich ja dann auch nicht sagen. Und wie gesagt, notfalls ja dann den Pflock, ne? Aber was sagt man? Silber hilft schon. Ah, wie ist das bei Underworld? Nee, Weihrauch hilft. Silber hilft gegen Lykana und Weihrauch hilft gegen Vampire, ne? Und Tageslicht. Licht, ultraviolette Strahlung hilft gegen Vampire. Oh, boah, da habe ich mal wieder Bock auf Underworld. So, und jetzt? Na gut, versuchen wir es. Da bin ich gespannt, wie er das regelt. Oh. What? Also ich finde es schon ein bisschen lustig, dass es geht, aber auch irgendwie ein bisschen quatschig, oder? Ja, hab ich ja gesagt. Hab ich doch gesagt, Lykana. Nee, du brauchst halt für Schusswaffen die richtige Munition. Das macht schon Sinn. Ja, oder halt ein Schwert oder was und trennst ihm dann seinen Arsch ab und dann kann er nicht mehr sich hinsetzen und ist richtig angepisst. Die Bäume haben erst ziemlich weit oben die ersten Äste und so gut wie keine Blätter. Es geht ihnen eindeutig nicht gut. Aber sie sind trotzdem deutlich... Ich habe eine Axt, lass uns damit diese Bäume fällen. Dürfte länger dauern, als es müsste. Die Axt ist recht stumpf. Dann hängen wir die oben da rein. Er macht das wirklich. Ich habe die Bäume gefällt und die Stämme auf gut anderthalb Meter gestutzt. Alter, das hat einen ganzen Tag gedauert. Die Baumstämme sind armdick und ziemlich lang. Die Baumstämme sind armdick. Hä? Ich verstehe überhaupt nicht, warum wir das hier... Das Stück mit dem Riss ist nicht mehr zu reparieren. Ich trenne es heraus. Okay, habe ich gerade per Zufall irgendwas gelöst? Damit habe ich zwei halbwegs brauchbare Schlauchenden. Wie war das noch? Irgendwie konnte man aus drei Hölzern einen Dreibaum binden. So und so. Ja, genau. Und jetzt? Ein Dreibaum. Muss nur noch aufgestellt werden. Ah. Ich platziere ihn so gut es geht über dem Sarkophag. Was für ein Zufall, oh mein Gott, da hätte ich ja in 1000 Jahren nicht drauf gekommen. Hä, wenn man einfach aus Scheiß hier irgendwas macht. Das führt immer zum Ergebnis offenbar. Das ist ja total lustig. Okay, warte mal. Ich hänge den Flaschenzug am Seil ein. Ich versuche, so viel vom Seil zu erwischen, wie es nur geht. Ja, ist echt so. Er kann einfach die Erklärung für alles, dass er jedes der Rätsel einfach mal so random lösen kann. Der ja, Physikstudent. Ja, ich hab das alles berechnet und dies, das und so und überhaupt und die Thermik und what the fuck. Oh Mann, ey. Ist ja okay. Ist ja okay. Reicht gerade so von der Länge her. Ganz vorsichtig. Ich hoffe, das hält.
Ja, genau. Das ist, kann man nur als Physikstudent machen, das... Hä? Was hast du denn jetzt gemacht? Das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, als er gesagt hat, er zieht das Ding da hoch. Aber okay. Gut. Ja, und jetzt? Was haben wir hier? Stufen, die hinabführen. Das ist ein Spiel für Physikstudenten, das kann man sonst nicht lesen. Der Spalt ist groß genug, um sich hindurch zu quetschen. Ich hoffe nur, dass meine Konstruktion nicht zusammenbricht, sobald ich drin bin. Er hätte vielleicht dem Kind sagen sollen, wo er ist, um ihm Bescheid zu sagen, oder? So, nur mal so. Thank you.